Lager Selo. Bewegung! Saubande! Frau Engel, was ist mit dem hier? Scheiße. Wieder erkannt. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann sicher schwer arbeiten. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandantin. Durch die Tür. Au! Ach, Scheiße. Oh nein, nicht Frau Engel. Oh nein. Welche Maschine? Oh nein. Ich will nicht. Und was, wenn nicht? Mir ist natürlich klar, dass ich keine Chance habe. Trotzdem lege ich es gerne drauf an. Saubernde Elende. Leg den rechten Arm in die Maschine. Und wenn nicht? Du Pisser. Mist. Ich fürchte, wir kommen hier anders nicht raus. Na komm, sag's noch einmal, hm? Sag's noch einmal, kleiner Nazi. Leg deinen rechten Arm in die Maschine. Mich würde interessieren, was passiert, wenn wir es nicht tun. Immer noch nicht. Der muss doch langsam ungeduldig werden. Na komm schon. Werd ungeduldig für mich. Och, komm schon, hm? Pisser. Okay, ich glaube, da ändert sich nichts. Schade. Ich dachte, da passiert was, aber wir legen mal den rechten Arm in die Maschine. Ist eine ganz neue Idee. Scheiße. Na! Menschen werden hier wie Vieh behandelt. Nur ruhig bleiben. Vergiss nicht die Mission. Finde Seth Roth. Bis wir zählen. Einatmen. Scheiße. Ja, ich gehe ja schon. Scheiße. Wie konnten wir nur in diesen Schlamassel geraten? Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir hier jemals wieder raus? Ihr elenden Schweine. Da steht doch, sei leise. Beton mischen. Gut. Das mache ich. Der erste Tag ist hart, mein Freund. Lerne zu akzeptieren. Es wird nicht einfach. So lange her? Nun, ich weiß nicht genau wie lang. Wochen, Monate vielleicht. Wenige überleben lang. Ich bin in Afrika gekämpft, habe sie eine Weile aufgehalten. Irgendwann waren sie zu stark. Nun versuche ich am Leben zu bleiben, Tag für Tag. Ich suche einen Mann namens Seth Roth. Hab von ihm gehört. Soll hier länger als alle überlebt haben. Er ist im Block 4. Wenn du dahin willst, brauchst du die richtige Kleidung. Ruhe, verdammt! Such nach einem Gefangenen. Da drüben rechts. Er hat eine Block 4-Uniform an, heißt Milo. Hab gehört, seine Frau ist bei uns im Block. Vielleicht will er ja mit dir die Uniform tauschen. Aber du musst zuerst die Wachen ablenken. Danke. Drücken Sie S, A oder D, um den Betonmischer zu bedienen. Du musst irgendwie die Wachen ablenken. Sie beobachten dich. Keine Ahnung, wie das geht. Aha, aha. So, das... Mach deine Maschinen kaputt, dann drehen die Wachen um. Das ist ein guter Trick, um sie loszuwerden. Ich weiß doch nicht, wie das hier alles geht. Ich drücke ja auch mal aufs Knöpfchen. Lalalalala. 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 Die Scheißmaschine. Hm.
So, mal gucken. Das ist das Falsche. Hier füllen wir ein. Hier füllen wir ein. Nein, das war's nicht. Auch nicht. Verdammt. Hier füllen wir ein. Hier füllen wir ein. Okay, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Dann füllen wir hier ein. Dann füllen wir hier ein. Nein, auch nicht. Mann. Hä? Manchmal klappt es nicht. Oh, ist kaputt gegangen. Oh, ist gerade kaputt gegangen. Ich kann da leider nicht... Ah, drücke Steuerung links. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt Steuerung links ist. Hm. Ja, zum Bücken natürlich. So, dann wollen wir mal. Ah ne, die falsche. Hier erstmal schön. Und da erstmal schön. Und dann ab dafür. Ah, aua, aua. Hat mir wehgetan. Ich muss weg. Maschinenfehlfunktion müssen wir kurzfristig die Produktion unterbrechen, bis das Problem gelöst ist. Wer beim Klang der Pfeife nicht wieder hier ist, wird erschossen. Die Arbeiter zu seiner Rechten und Linken mit ihm. Hast du eine Lampe? Okay, hey, Milo. 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 Ich weiß, wo deine Frau steckt. Was? Wer bist du? Ich bin im selben Block wie sie. Sicher? Sie ist nicht tot? Oh Gott, sie lebt! Wenn du die Uniform mit mir tauschst, kannst du es selbst rausfinden. Okay. Schnell! Einfach da? Okay, Uniform ist getauscht. Sehr gut. B4. Nun, wie sieht es aus? Können wir ihn wieder anfangen? Die Lager sind geschmolzen. Wir brauchen hier unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, wir gehen was saufen. Ja, warum nicht? Aufgepasst, Gefangene! Die Fabrik ist für heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote, Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blaskowitsch. Sei vorsichtig da draußen. Vorsichtig. Ja, ja, ich gehe ja schon. Na klar, mach ich. Aber von Orten wie diesem gehört. Es gibt unzählige davon im ganzen Land. Also, sagen wir mal so. Das Spiel kommt lange nicht an die Schrecken eines echten KZs ran. Hier sieht es nur trostlos aus, aber die Menschen sind alle natürlich noch wohlgenährt und so weiter. Jetzt bist du in Block 4. Hier läuft's etwas anders. Ich bin auf jeden Fall von den Wachunterkünften fern. Okay. Da drin ist ein Offizier. Keiner kennt seinen Namen. Sie nennen ihn nur das Messer. Wenn er rauskommt, wird's übel. Er schnappt sich den erstbesten Gefangenen, zieht ihn zu sich hinein und bearbeitet ihn mit dem Messer. Dann kommt keiner wieder raus. Das Messer? Er muss doch einen Namen haben. Niemand kennt seinen Namen. Aber alle kennen sein Messer. Ein Messer? Wir kommen also an ein Messer? Ich werde deinen Namen. Dein Reich kommt. Hören Sie auf, dein Wille geschehen. Das, was mit Geldern zu tun hat, sondern ist die katholische Messe. So auf keinen Zettel. Der hat kein Gesang, keine Gebete. Sollte er die Kosten als Gäste tanzen? Hören Sie gut zu. Sie haben Glück. Alter. Sie sind nicht sauber. Du bist nicht sauber, du Schlampe. Sie sind Abweichler. Gott. Wie Krebsgeschwüre müssen sie herausgeschnitten werden. Dein Gesicht ist ein Krebsgeschwür. Krebs im ganzen Körper ausbreitet und alles abtötet. Ich bin ihr Chirurg. Meine Peitsche ist Instrument. Wenn sie tun, was ich ihnen sage,
der Gesellschaft wieder nutzen können, haben Sie die Chance, wieder zurückzukehren. Am Arsch. Arbeiten Sie hart. Gehorchen Sie. Und vielleicht. Erlöse uns von dem Bösen. Kommen Sie wieder. Nie im Leben. Das glaubt doch niemand. Arbeit macht frei. Die Lügen kennen wir alle schon. Und wenn man sich so die Schornsteine anguckt und den Ascheregen hier, ich möchte gar nicht wissen, es ist menschliche Asche, die hier auf uns niedergeht. Der ganze Boden ist gesäumt mit menschlicher Asche. Mika nennt sie den Todesengel. Wie heißt sie wirklich? Irene, glaube ich. Aha. Irene Engel. Ah, verstanden. Habe gehört, dass sie sich in der Nachwuchstruppe hochgearbeitet hat. Kennst du die? Ja. Meine Enkelin ist auch ein Mitglied. Ja? Enkelin? Wie alt ist denn der? Wie alle Mädchen heutzutage. Die alte quatscht da oben wieder. Wir horchen erstmal die Grüppchen ab. Habe dich vorhin mit den Wachen reden hören. Ich habe ihnen gesagt, dass ich keine Umstände machen will. Aber sie haben sich nur über mich lustig gemacht. Sie stießen mich und sind einfach gegangen. Wo kommst du her? Aus dem Osten. Tief aus dem Osten. Das ist gut. Mach was draus. Nutze es gut. Was? Aber wie? Es hilft dir besser, mit den Wachen zurechtzukommen. Verstehst du? Inwiefern? Danke. Ideen breiten sich wie ein Virus aus. Ideen können sie töten. Daher ist es verboten, im Innenhof in Gruppen zusammenzustehen. In ihren Quartieren müssen Sie unverzüglich ins Bett gehen und dort bis zur Nahrungsaufnahme bleiben. Stellen Sie Ihren Körper und Ihre Morgen darauf ein. Na, großartig. Keine... Hey, ja? Ich hab's gesehen. Im Zug. Ja? Kann sein. Es waren viele in dem Zug. Ich sollte gar nicht hier sein. Fehler der Behörden. Die Wachen hören mir nicht zu. Aber ich werde schon jemanden finden, mit dem ich sprechen kann. Wo ich herkomme, bin ich ein sehr angesehener Geschäftsmann. Also ganz anders als wir anderen hier, ja? Nun, ja. Sind wir nicht alle Geschäftsmänner? So, Gruppen sind also verboten, ich sehe schon. Erster Winter? Nein, nein. Ich komme aus dem Norden. Ich bin Kälte gewohnt. Das ist eine ganz andere Kälte. Wirkliche Kälte. Ich denke, dies wird ein letzter Winter. Kann man Dreck und Schmutz mit bloßem Auge etwas Fett anzusetzen? Wie meinst du das? Denken Sie daran. Bleiben Sie sauber. Kennst du den Schwarzmarkt? Ich werde jede Ihrer Körperöffnungen regelmäßig untersuchen. Ich habe nichts. Ich hatte etwas Geld in meinem Rucksack, aber das haben sie mir genommen. Womit soll ich bezahlen? Denk dir einfach was aus. Ja. Wenn du mich bezahlen kannst, sag ich dir, die Würstchen bis zum Ende der Woche. Okay. Sei sparsam. Iss sie nicht alle auf einmal, ja? Wenn sie schlecht werden, mach die schwarzen Stellen ab. Schmecken sauer, aber wen stört's, was? Okay, genug geredet. Die Wachen werden misstrauisch. Wie heißt du? Ime. Ime, Ime. Dank dir, Ime. Keine Grüppchenbildung. Wir hören uns erstmal alle Gespräche an hier auf dem Hof. Wir wollen halt ja. Dann geh doch einfach. Natürlich. Dies ist ihre letzte Chance, vielen Dank. Wert unter Beweis zu stellen. Vielen Dank. Das, dann werden sie freigelassen. Das ist ja liebevoll. Aha. Gespräch? Also,
mir von der Sache mit Block 7 erzählt. Er meinte, sie arbeiten dort mit empfindlichen Maschinen. Alles schön sauber. Und der Wachleiter verhält sich ungewöhnlich zivilisiert, verglichen mit den anderen. Okay, Block 7, also da wollen wir vielleicht hin. Die Frage nur ist nur, was können wir jetzt machen? Boah, Alter, da will ich gar nicht reingeraten. Auf dem Hof können wir ja rumlaufen, oder? Oh. So, hier gibt's offenbar gar nichts. Das hier ist auch nichts. Okay, wir gehen mal lieber. Ich möchte nicht erschossen werden. Da ist eine Tür, die offen ist. Da gehen wir mal gleich rein. Schwergut. Ja, wunderschön hier. Leben die noch oder sind die alle tot? Er hat schweres Fieber. Wenn ich ihn zur Krankenstation bringe, werden sie ihn von hier wegbringen. Aber wenn er nicht arbeiten kann, ist er für sie doch nutzlos. Helfen Sie uns! Er braucht Medikamente. In den Wachunterkünften gibt es welche. Bitte! Wie soll ich da reinkommen? Finde Medikamente in den Wachunterkünften? Wie soll ich... Boah, oh, oh, boah, boah. Reingucken ist... Vor allem reinfallen ist keine gute Idee. Hier geht's nicht weiter. Können wir hier durchklettern? Nee, will ich gar... Nee. In den Wachunterkünften. Die sind natürlich da hinten, aber wie sollen wir da dann reinkommen? Da hinten ist ein Keller. Wie sollen wir denn da jetzt... Wie sollen wir denn jetzt hinkommen in die Wachunterkünfte? Ich habe das Gefühl, der sieht mich hier gleich. Okay, da komme ich offenbar nicht lang. Ich müsste doch eigentlich hier hochkommen, verdammt. Scheiße. Den Wachen ist es offenbar egal. Wie soll man denn da hinkommen, verdammte Axt? Einfach reinlaufen können wir nicht? So, da kommen wir nicht raus. Da hinten kommen wir auch nicht weiter. Das hier sind doch definitiv die Wachunterkünfte. Das heißt, wir müssen da irgendwie rein. Okay, warte. Medizin besorgen, aber wie? Scheiße, ist verschlossen. Okay, wir können also schnell reinlaufen. Das geht. Aber wir brauchen irgendwo die Schlüssel. Hallo, ich bin nur ein Gefangener. Können wir bei dem Schlüssel klauen? Nee, ne? Scheiße. Wie soll man an die Schlüssel kommen? Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führen uns nicht in
Okay, bevor wir da reingehen, ich guck mal ganz kurz, ob wir da rauskommen auf der anderen Seite. Hey, hören Sie. Hören Sie. Ich glaube, das ist Herr Roth, aber wir müssen erstmal die Medizin kriegen. Wie komme ich an die Medizin, verdammt? Ich weiß, ich laufe hier gerade ein bisschen sinnlos durch die Gegend. Da unten geht's auch nicht durch. Huch, was denn hier? Achso, das ist er. Scheiße. Reden ist gefährlich, sagt sie und quatscht die ganze Zeit. So, hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Scheiße. Da kommen wir nicht weiter. Kommen wir hier durchs Fenster vielleicht? Nee. Ich weiß nicht, wie wir da reinkommen sollen. Da ist alles verschlossen und wir können auch keinen Schlüssel klauen, glaube ich. Vielleicht bei ihm hier. Ich sehe keinen Schlüssel bei dem. So, hier müssen wir am Hintern schnuppern, aber wir kriegen keinen Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wie wir Medikamente kriegen sollen. Wir müssen erstmal mit dem Typ quatschen. Weil momentan... Ich hoffe, wir können das trotzdem noch lösen. Ich möchte nicht, dass er stirbt und ich möchte gerne alle Nebenaufgaben mitnehmen. Ich weiß nur momentan nicht, wie. Kommen wir da hoch? Nee. Okay, quatschen wir mit dem. Sie, haben Sie meine Tochter gesehen? Seth Roth, sieh dir den Riesen an. So viele Muskeln, wie für den Kampf geschaffen. Sind Sie Seth Roth? Ich weiß nicht warum, aber Sie wissen, dass ich Seth Roth bin. Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Technologien des Regimes. Ich bin hier, um Sie zu retten. Sie sind hier, um mich zu retten? Das ist wundervoll. Er will mich retten. Ach so. Dann retten Sie ihn und gehen Sie wieder, Riese. Und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich habe geschworen, die Geheimnisse der Dirty Shoot nie zu verraten. Scheiß auf Ihren Schwur. Menschen sterben. Der Widerstand braucht Sie. Also eine Art Handel. Meine persönliche Freiheit für die Geheimnisse, die ich zu hüten geschworen habe. Ich opfere meine Ehre auf dem Altar der Gerechtigkeit. Nun geben Sie mir einen Moment Bedenkzeit, Riese. Guten Abend, Gefangene. Hier spricht Lagerdirektorin. Hier ist mein Vorschlag. Erst helfen Sie mir, dieses Lager zu schließen. Dann werde ich Ihnen und Ihren Kameraden wahre Macht zeigen. Abgemacht. Ich habe daran etwas gearbeitet. Diese Maschine, sie wird von gestohlener Technologie der Dirty Shoot angetrieben. Ich kenne sie sehr gut. Nun hiermit, nicht so hinstarren, hiermit kann ich diese Maschine steuern, die Tore öffnen und alle Gefangenen befreien. Es fehlt nur ein einziges Teil. Und das wäre? Die Energiequelle, also die Maschine. Das heißt, ihre elektrischen Systeme laufen mit einer detronischen Batterie. Sie finden sie in der Reparaturwerkstatt im Kommandogebäude. Es liegt in einem anderen Block, Block 6. Schalten Sie die Sicherheitssysteme an den Ausgängen aus. Dann können Sie es zu Block 6 schaffen. In den Wachunterkünften gibt es eine Steuereinheit. Sie kontrolliert die Sicherheitssysteme. Finden Sie einen Weg hinein. Lokalisieren Sie die Steuereinheit, schalten Sie die Systeme aus und kehren Sie zurück. Im Wachgebäude finden Sie Seth Roth. Okay, ins Wachgebäude müssen wir eh rein. Schönes Maschinchen. Guck mal, das ist jetzt abgeschaltet irgendwie. Und jetzt können wir auch in den Keller rein. Na, großartig. Sie, Seths Freund. Was denn? Sie sind ein kräftiger Mann und sind offensichtlich noch nicht so erschöpft. Habe Sie mit Seth speichern sehen. Es gibt da eine Wache in den Wachunterkünften, die sie das Messer nennen. Er ist unberechenbar. Er holt Gefangene zu sich und foltert sie. Ja, der hat uns noch nicht gefragt, ob wir den töten. Ich bitte Sie nur darum, das Richtige zu tun. Gut, das Richtige tun ist unser Hobby. Ich hoffe, hier sieht uns niemand. Doch, das Ding ist wieder an. Ach du Scheiße. Ah, Vorsicht! Ah. Oh, was für ein Gestank hier drin. Ruhe in Frieden, Freunde. Ruhe in Frieden. Ihr werdet gerecht werden.
Was für eine Fleischfabrik. Waffen haben wir gar keine. Was ist das denn? Ein bisschen Rüstung haben wir immerhin. Die wird uns nicht so viel helfen. Und wir dürfen auf gar keinen Fall erwischt werden, solange wir noch keine Waffen haben. So, halt. Da haben wir noch ein bisschen Rüstung und ich habe das Gefühl, wir werden die auch brauchen. Hier sind Medipacks, die wir nicht benutzen können. Was ist das denn? So ein Fenster, glaube ich. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Enigma-Code 73, Alter. Das ist Blut und... Ach du Scheiße. Ich will gar nicht... Boah. Ich will's einfach nicht wissen. So, da geht's hoch, aber da ist nichts. Und wir haben natürlich auch wieder gar keine Waffen dabei. Gibt's da noch irgendwas, bevor wir jetzt weitergehen? Hier ist nichts außer Fliegen und Schmutz. Ich dachte, Schmutz ist der Unrat. Ich dachte, die Engel ist so gegen Schmutz. Ja. Tja, dachtest wohl, du könntest dich in mein Haus schleichen, was? Scheiße. Nein. Na, Kacke. Na. Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Na. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Scheiße. Erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertreten. Er wird jede einzelne Kakerlake zertreten. Aber die größte Kakerlake ist und bleibt er selbst. Und ich kann gar nicht erzählen, ich kann gar nicht sagen, was für ein riesiger Absatz mir gerade am Schuh gewachsen ist, mit dem ich ihn zermanschen werde, wie das widerliche, ekelhafte Insekt, das er ist. Wir werden uns dem Messer widersetzen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir überleben werden. Das finden wir natürlich erst in der nächsten Folge heraus. Ich weiß es noch nicht, aber wir werden uns ihm widersetzen und wir werden ihm seine eigene Scheißklinge durch die Gedärme ziehen. Nicht durch den Hals, das wäre zu einfach. Schön langsam durch die Gedärme und eine schöne 8 in seinen Magen ritzen. Vielleicht auch die Fersen durchtrennen, die Kniesehnen, die Armsehnen und dann lassen wir das widerliche Stück Scheiße einfach nur als einen blutenden Sack Fleisch auf dem Boden verrotten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.